So wie es aussieht, sind wir schon bereit, hier mit Map Nummer 1 in diesem Grand Final loszulegen. Ihr seht schon mal Overpass, ihr seht, dass da gerade $800 bei den Leuten drin stehen. Das heißt, die Piste Round beginnt. Grand Final der Asus ROG Masters 2017 zwischen Tai Lu und Gambit Gaming startet jetzt. Und Tai Lu startet auf der CT-Seite. So, die haben Smoke und Diffuse Kit bei Captain Mo. Und bei Gambit Gaming haben wir Granaten bei Doja und die gehen erstmal mit drei Leuten Richtung A lang. So, lasst mich lügen, die Qualität vom Cleanfeed ist ein bisschen schlechter geworden im Vergleich zu gestern. Kann ich jetzt leider nicht viel dran ändern. So, hier nochmal im Überblick, direkte A-Lang-Kontrolle, das hat Gambit gestern schon mal so gespielt. Erster Kontakt zu Doja, der hier unten alleine ist. Das heißt, seine Teammates, wenn sie da reinrennen, werden ordentlich zu tun bekommen. Und Bientet macht dann Doppelkill. Zamba hat Doja bekommen. Und das kann man jetzt eigentlich nur noch versuchen zu retten. Aber Bombdick hilft aus der Mitte nach. Es ist nur noch Hobbit. Fightet am Spot noch gegen DD. Auch das hat er gewonnen. Er sollte jetzt versuchen, auf die USP zu wechseln. Da hat er die größtmöglichen Chancen, diese Runde noch zu holen, aber insgesamt sehen die auch nicht wirklich gut aus. Und das ist ein Doppel-Setup, zwei Leute an kurz, er versucht nochmal zurückzukommen, Tai Lu ein bisschen in die Breite zu ziehen. Dann fehlt allerdings der Headshot gegen Captain Mo am Balkon. So, und er versucht es jetzt nochmal über einen anderen Weg. Er hat nochmal einen Arm gesehen, wechselt nochmal die Position, also er versucht jetzt den Gegner so ein bisschen zu verladen. Nochmal Captain Mo getroffen. Ganz so viel Schuss hat man in der USP natürlich nicht drin. Und er hofft, dass Captain Mo da nochmal piekt. Aber jetzt hat der natürlich gerafft. Okay, er hat sich nur auf mich konzentriert. 28 Sekunden. Die Bombe liegt immer noch im Underground. Nächster Hit von Hobbit. Ja, und jetzt hat er gesehen, wie beide stehen. Und wo sind die Headshots? Hobbit ist überhaupt nicht on point. Also da hätte, das hätte noch gelingen können, wenn er da direkt trifft. Aber das ist natürlich eine Prämisse, die man immer ansetzen muss. So, Bientet, erstmal wieder so ein knackiger Doppelkill von ihm. Bisschen Glück, dass sie sich da auch schön aufreihen, aber der ist in solchen USP-Runden immer verdammt gefährlich. So, und ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, Anti-Ecos sehen bei Tai Lu jetzt nicht so pralle aus. Das heißt, die müssen gerade in der Runde sehr fokussiert sein und gucken, dass sie wenig Fehler machen. Manchmal spielt man dadurch aber auch zu ängstlich. Also, konzentriert sein, die Runde aber nicht unbedingt überbewerten jetzt. So, schnelle Underground-Kontrolle, schnelle Kurzkontrolle für Gambit. Bondic. Ja, schön mit der Deckung hier noch gearbeitet. Da kann er kaum geholt werden von den CZs oder der P250. Sie haben immer noch Hobbit. Wie gesagt, an der Lurker-Position immer da, wo der Rest des Teams eben nicht ist und versucht da seine Picks zu setzen oder Gegner eben gekonnt abzuschimmeln. Ja, hier stehen Somebody und Bondic sich ein bisschen im Weg. Bondic kann da zwei Kills machen, macht noch einen dritten draus. Nee, Somebody hat sogar die anderen beiden gemacht. Schön mitgeholfen. Und vor allem haben beide immer in die gleiche Richtung gezielt, sodass sie sehr viel Schaden in kurzer Zeit verteilen können. Hobbit hat sich inzwischen über den Underground wieder hochgearbeitet. Er hofft jetzt noch darauf, dass einer der A-Spieler von Tai Lu nach vorne läuft. Die bauen da hinten ein Türmchen und das funktioniert. Da macht Bondic doch noch seinen dritten. Und Tai Lu kriegt ein Flawless 2:0, eine Flawless Anti-Eco-Round. Und diesmal haben sie das gemacht, was eben wichtig ist. Versuch, so viel Distanz wie möglich zwischen dich und den Gegner zu bringen, während so eine Eco-Runde stattfindet. Und man selbst halt einfach den Waffenvorteil hat. Und in der Runde gilt das Gleiche. Die Glocks sind an sich nicht gefährlich. Im Nahkampf brauchen sie auch recht viele Hits. Aber da dann reinzugehen oder offensiv zu gehen, könnte dazu führen, dass man trotzdem eine Farmers verliert. So, der Molotov hier, aber Fitch bekommt Bondic dann doch noch. Er hat keinen einzigen Kill gemacht. Und so kann Hobbit die Waffe auch direkt picken. Und holt damit dann auch Bientet. Und ich denke, so können Runden eben recht einfach weggehen. Hobbit sollte die Farmers allerdings weitergeben. An einen Adrian zum Beispiel. Mo hat noch am meisten HP. Doja ist jetzt hier in der Ecke gefangen. Der hat die Bombe. Die Bombe geht Mitte oben down. Und Somebody erkennt die Situation ganz gut, aber geht auch noch gegen Hobbit down. Er hat 2 HP und gewinnt das Duell noch. Überzahlsituation für Gambit Gaming. Mo versucht, die Smoke da auszuspielen, aber auch hier ein schöner Winkelwechsel wieder von ihm. Er weiß, wenn die Smoke weggeht und einer zielt da an, dann hat er ein Problem. Auch hier kein Damage gemacht. Es ist weiter an Hobbit hier Schaden zu machen und Adrian zielt immer noch ab, ob da jemand
über B durchgeht. Und es könnte sein, dass der DD schon gehört hat, deswegen bleibt er da auch so geduldig. 40 Sekunden. So, und da geht die Tür auf. Ich glaube sogar, dass DD an der Tür dran stand und deswegen die Tür nach innen aufgegangen ist. Das ist natürlich ein Zeichen, dass da gerade ein Gegner stand. So, und jetzt Hobbit sprayt hier weiter und er verbrennt Mo dann. Und jetzt geht er auf den Plan. Keine Granaten bei DD. Ich nehm's zurück. Hatte noch eine HE. Macht den Kill. Adrian schnappt sich die M4. Die Farmers natürlich. Und DD zieht da noch rum und rettet die Runde für Tai Lu. Ja, ohne die Nate wäre das zu einem Plant gekommen. Hobbit macht hier wirklich einiges. Mit 2 HP noch 2 Kills gemacht. Das ist sehr ungewöhnlich. Und zeigt einmal mehr, dass Tai Lu solche Runden auch recht einfach aus der Hand gibt manchmal. Aber sie haben es noch gerettet. Also alles gut. Einziges Problem ist, sie mussten jetzt schon wieder sehr viel Geld ausgeben, konnten also nichts zurücklegen. So, Captain Mo. Eine Position, die Adrian auch gerne spielt. An Spielplatz schicken sie Fitch nach vorne, aus der Mitte zielt noch Mo ab und ansonsten sind sie wieder den Underground vorgegangen. Das ist ein Standardaufbau, aber dafür steht Tai Lu gar nicht so schlecht. Nur was sie gerade vergessen ist, dass über den Underground noch Spieler nachziehen können. Das führt zu 2 Kills in der Mitte. Eine riesen Deckungslücke bei Tai Lu. Und sie haben auch das Timing nicht richtig auf dem Schirm gehabt, dass sie da im Underground eben hochschleichen können. Jetzt muss Bien Tate das nochmal vom Spot regeln. Hat das ganz gut gemacht. Den ersten Kill bekommen. Erstmal wieder ein 3 gegen 3 draus gemacht. Und solange er hier überlebt, können seine Teammates natürlich nachschieben. Und durch den zweiten Kill von Somebody gegen Hobbit ist es dann auch eigentlich safe. Somebody sogar mit einem dritten hinterher. 4:0. Tai Lu liegt hier erstmal ganz gut vor. So, und auch weil die Frage im Chat gerade nochmal kommt. Nein, das ist kein Online Best of 5. Das ist alles offline. Das ist der vierte Tag in Folge. ist der vierte Tag in Folge, wo wir um 3 Uhr nachts starten, denn das Ganze findet in Kuala Lumpur in Malaysia statt. So, Bondic. Minischlitz. Und ihr seht, dass er dann auch sofort die Entscheidung trifft, sich defensiver hinzustellen, also sofort wieder zurück. Bevor man da in den Toiletten überrannt wird, ist es besser, wieder Deckung zu haben. Auch wenn man aus der Position etwas schwieriger die Kills machen kann. Überleben zählt halt manchmal mehr als Kills. So, Bondic. Wieder mit dem Sprung was gesehen. So eine Sache, die Guardian sehr häufig gemacht hat. Deswegen nennt man sowas auch immer Guardian Jumps. Der macht sie aber hinten am Van. Alang müssten sie jetzt eigentlich mal reinflashen, aber mit den Positionen, die Gambit vorne hat, ist das nur schwer möglich. Schöner Schuss von Bondic da noch gegen Hobbit. Und jetzt sind ja Bondic noch mit einem zweiten. Alang kommt ein bisschen spät und Bondic macht da einfach noch Kill Nummer 3. Fitch hat ihm das Ace hier versaut. Der hat nämlich noch einen Teamkill rausgehauen. 5:0 Tai Lu. Das geht recht schnell. Da wird sich Gambit noch keine Sorgen machen. Das ist einfach nur ein guter Start für die Chinesen. Und man muss auch sagen, dass Gambit immer recht spät in ihre Partien reingekommen ist. Und auch in der Gruppenphase, die im Best of Two, dieses Round-Robin-Format, das im Best of Two ausgespielt wurde, da hat Gambit erst zum Ende dieser Gruppenphase hin den ersten Platz klar machen können. So, Captain Mo, schöne Trigger-Disziplin, aber nicht sauber angezielt. Doja mit dem Doppelkill im Underground, die Smoke da unten hin kam viel zu spät. Die muss eigentlich liegen und dann macht man den Turm. Oder sie lag und er hat den oberen gesehen. Da kann der untere natürlich gar nichts machen. Und was macht Tai Lu da jetzt? Also wir hatten ein paar Spiele gesehen, wo sie recht früh ausgeschlossen haben, wenn sie die Spieler so früh verlieren. In dem Fall haben sie Construction Control, eine sehr schöne Position von Somebody. Jetzt muss es hier eine Support Flash für die Underground-Spieler geben, wenn sie das jetzt unten einnehmen möchten. Aber DD ist nur schwer zu flashen. Ja, und da geht's Tür auf. Somebody mit einem Kill. Das kann nicht supported werden und Doja. Oh, verbrennt da Somebody noch. So, und Hobbit dann nochmal am Monstergang durchgekommen und DD da eben festgenagelt. Währenddessen gab es noch einen Frag gegen den A-Spot. Doja hat hier eine ganz starke Runde gehabt. Sein Doppelkill im Underground hat das Konzept von Tai Lu
schon etwas zerstört. Die hatten mit ihrem Kurzaufbau aber auch gar nicht, hatten sie gar nicht so schlecht reagiert. Das einzige Problem war, dass Gambit da nicht komplett reingelaufen ist. Ich denke, da hätten sie mit so einem Zwei-Mann-Aufbau sehr viel Schaden machen können bei Tai Lu. Hat eben nicht geklappt. So, und Tai Lu spielt gerne den Underground an. So, das dürfte Doja gesehen haben. Er hat jetzt mit Absicht nicht geschossen. Hofft vielleicht, dass sie vorkommen. Und veraimt dann gegen Bondic. Vielleicht noch einen zweiten angesagt. Hat man hier vielleicht schon mit einer Eco von Tai Lu gerechnet? Das glaube ich eher nicht. Und das ist eine Riesenaufgabe für Adrian. Vor der Flav oder sich noch wegdrehen. Auch da, ein kleiner Aim-Fail von ihm. So, wie geht man jetzt am besten aus dem Underground raus? Man hat die ganze Zeit über ja keine Kontrolle über die Mitte gehabt. Und da ist es ganz klug, dass Hobbit nochmal nachschiebt. Falls sie eben unten durch die Tür raus wollen. Es ist ein 3 gegen 3. Und positionsmäßig hat Gambit jetzt eher den Vorteil. Wenn die jetzt die Toiletten gleich überprüfen sollten, wissen sie, also sie werden noch nie im Leben mit einem dritten Spieler im Underground rechnen. Aber wenn sie kommuniziert haben, wissen sie, dass Bondic da unten einen Kill gemacht hat. Und Mo schaut überhaupt nicht hin. So, Bondic muss natürlich irgendwann schießen. Will jetzt noch Hobbit aufhalten, der hat aber längst die Position verändert und jetzt geht Fitch nochmal von oben rein. Und Bondic hat null Fokus. Am Ende wieder ein 2 gegen 2. Das sind alles Kills, die nur im Underground gefallen sind. Ich denke, Gambit hat hier ziemlich gut auf den Aufbau von Tai Lu reagiert. Und Captain Mo steht sehr weit vorne, sieht also, dass nach den Granaten auf den B-Spot nichts kommt. Und der wird jetzt versuchen, einen schnellen Backstep zu starten. Geht direkt in den Underground rein, hat gesehen, dass das ein Fake ist. Dadurch weiß DD, dass sich Gambit in seine Richtung bewegt. Und so schnell wie Captain Mo da hinten raus ist, wird das wahrscheinlich nicht mal zu einem Plant kommen. Aber DD geht down. Captain Mo veraimt da fast gegen Hobbit. Die Bombe nochmal down und Fitch jetzt im 1 gegen 1. Die Bombe erstmal hinter der Box gelegt. Es waren auch nur noch 5 Sekunden. Das Geplänkel am Underground hat sehr viel Zeit gekostet. Spielt jetzt allerdings keine Rolle mehr. Und Fitch zieht rum, verteilt den Headshot. Gambit Gaming mit der zweiten Runde und das in Folge. Und jetzt sehen wir das Geld von Tai Lu. Du kannst sehr dominant auf der CT-Seite spielen, aber häufig reicht es eben nur, um einmal nachzukaufen. Es kommt allerdings auch sehr stark darauf an, wie viele Waffen man in den einzelnen Runden durchbringen konnte. Und das war bei Tai Lu eben nicht genug. Sie müssen in die Eco gehen, spielen sogar mit zweimal USP bei BNTED und bei Somebody. So, und Hobbit wieder Solo B. Da ging die Eco etwas gefährlich, da zieht der Nächste rum. Oh, das hat er schön gemacht. Er bleibt in der Deckung, holt sie recht einzeln, obwohl das zusammengespielt war von den Tai Lu-Spielern. Und dann auch noch ein Pick im Underground. Ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, wo man einen Spieler nach vorne schicken, oder ja, wo man eigentlich nur groupen muss und versuchen muss, den letzten dann noch zu holen. Und BNTED bleibt dann in der Mitte stehen, kann Adrian zwar spotten, aber die Headshots wollen nicht ganz rein. 5 zu 3. Ja, und ich habe es gesagt, so ein 5 zu 0, das passiert schnell. Ihr seht, wie Gambit ruhig geblieben ist. Selbst in einem ungewöhnlichen Aufbau von Tai Lu haben sie sehr gut reagiert. Und ja, jetzt geht's ans Eingemachte, denn jetzt ist Tai Lu an der Reihe. Und muss mal zeigen, ob sie auf das Spiel von Gambit klarkommen können, die sehr viel Kontrolle bekommen haben. Die könnten jetzt zum Beispiel auch mal einen Tempowechsel einlegen. Durch das sehr aggressive Spiel von Tai Lu ist das eher nicht ratsam. Wenn es schnell zur Sache geht, fühlt sich Tai Lu eigentlich am wohlsten. Bauen jetzt trotzdem B-lastiger auf. Underground schnell nach vorne. Hobbit hier unten schon alles eingenommen. Das heißt, jetzt haben sie die Construction-Kontrolle. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, einen schnellen Execute zu spielen. Aber im Normalfall sollte man an den Positionen einfach abwarten. Nach hinten alles abzielen. Und ja, versuchen einzelne Picks zu setzen. Und dadurch eben auch Granaten aus dem Gürtel von Tai Lu zu ziehen. Aber da will Doja zu viel. Peakt schon fast gegen zwei, drei Winkel gleichzeitig. Und da kann er natürlich nicht viel machen. DD versucht den Super Saiyajin. Die Flashes aus dem Monstergang sitzen gut. DD hat einen Kill gemacht. Dann kommt Captain Mo rum, aber das war ein starker Headshot von Hobbit. Fitch geht allerdings down. Das verzögert das Timing am Monstergang ein klein wenig. Hobbit schon mit Kill Nummer 3. Der ist hier gerade on fire. Und es endet in einem 2-on-2. BNTED rotiert vom A-Spot noch runter, aber Gambit möchte anscheinend den Spot wechseln. Die Tür geht auf und BNTED nimmt sofort die Beine in die Hand und rotiert schon wieder nach oben. So, und Mo hat die AWP. Wird natürlich direkt zum Elevator zielen. Weiß nicht, ob da schon rotiert wurde, ob man immer noch 1-1 steht. Er geht das Risiko ein. Vielleicht sind da auch Steps von BNTED gehört worden. So, und jetzt hat er ein Problem. Er kann immer nur eine Sache gleichzeitig anzielen. Bombe wird gelegt.
Der Blick nach hinten, das muss er decken und dadurch fehlt ihm das Timing. Er kann Biontet aber holen und sie gehen beide überall lang zurück. Bondic hat eine Smoke. Er könnte hier direkt smoken und diffusen. Das wäre eine Gelegenheit. Könnte er mit 10 Sekunden machen und er faked nur an. Er hofft, dass sie Alang nochmal rumziehen. Er gewinnt dann das Duell und jetzt weiß er, dass er gegen eine AWP zieht. Und wie gut gemacht, oben auf die Kiste drauf. Und da konnte er Modern noch spotten und da reicht es auch mit den 10 Sekunden. Sauber gespielt von Bondic zur 6. Runde für Tai Lu. Und hier wird er wahrscheinlich noch eine AWP mitnehmen können. Oh, die ist sehr weit weg. Nein, schafft er nicht. 6:3. Oh, Hobbit hat hier wirklich so viel Arbeit geleistet. Und ich finde den Spot, der Spotwechsel ist auch keine schlechte Idee. Aber an sich muss man schon sagen, ein bisschen schade, dass sie nicht versucht haben, auf dem Spot die ankommenden Tai Lu-Spieler noch aufzuhalten. Hobbit war da gerade komplett im Tunnel, das hätte er auf jeden Fall reißen können. So, und man kann ihm auch keinen Vorwurf machen, dass er da an Alang wieder vorläuft. Wenn dann undiffused wird. Ich glaube, Alang ist so die schwächste Position, von der man die Bombe überhaupt decken kann. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich mit vielen Leuten da steht. Und sie wollen noch weiter vor. Mo muss da aufpassen. Das sind nur noch 6 HP. Und dann kommt eben der Underground-Spieler raus. Wieder verliert Tai Lu früh 2 Spieler. So gab es die erste Runde für Gambit Gaming. Und jetzt ist auch eben viel Reset-Potenzial bei Tai Lu da. So, Flash vor. Aber Somebody hat die UMP unter Kontrolle. Dann darf er eigentlich nicht rumziehen. Er merkt ja, dass gerade der Go kommt. Muss warten, bis der Nächste was macht. Und da hat Bondic halt ordentlich daneben geschossen. Am Ende ein 1-on-3 für Biontet. Holt dann noch den zweiten. Bombe ist down auf dem Spot. Hat gesehen, dass da noch einer vorkommt. Und Doja kriegt es im letzten Moment noch geregelt. Und ich glaube, da war Biontet auch wieder voll dabei. Wenn der gerade hätte schießen können, das wäre sofort ein Headshot gewesen. 6:4. Und das Geld bei Tai Lu ist alle. Also da können sie direkt sparen. Ja, ihr seht, die Runde, die sie geholt haben, nur mit einem Spieler überlebt. Das war der 1-on-2-Clutch von Bondic. Und jetzt spielen sie den Force Buy. Gambit wird wahrscheinlich rankommen, sofern man in dieser Runde sich nicht mit den 3 McTens verschätzt hat. Fitch, ja, erstmal Hobbit vor. Das Kevlar nicht erwartet. Und Fitch merkt jetzt auch langsam, dass er Probleme hat, die schnell umzudrücken. Da wird es auch auf die AWP und die AK ankommen. Mitte ist schon ausgeschlossen worden. Somebody und Biontet sind da bereits durch. Wenn sie den. Ja, Tosha zielt es aber nach hinten ab. Also er wird seinen Teammates ansagen, Leute, die können Mitte durch sein. Wenn ihr an B keinen Kontakt habt, zielt direkt nach hinten den Monstergang ab. Über den Underground ist noch keiner durch. Wobei auch da besteht inzwischen die Möglichkeit, dass es ein Timing gegeben hat, aber dann würde man die Tür offen lassen. So, und Somebody. Sie kreisen Doja ein und Doja spottet es noch. Was ein Timing für Doja. Sie gehen jetzt nur noch auf Exit-Tracks bei Tai Lu. Könnten die ja also noch die AK und die AWP rausnehmen, aber Adrian macht mit der MAC-10 noch den nächsten. Es wird sich also nicht rächen, dass man diese 3 MAC-10s gekauft hat. Die 2 kann man jetzt in der nächsten Runde auch weiterspielen. Und ja, nur noch Bondic im Underground. Da geht Mo mit der AWP auch nicht mehr auf. Er macht sogar noch auf und verliert die AWP. Das war teuer. Das war verdammt teuer. Eigentlich muss er die jetzt nicht kaufen. Es wäre, genau, er kriegt die MAC-10, dafür kauft Fitch die AK nach. Und jetzt soll Mo noch ein bisschen Geld sammeln. Er wird nächste Runde so oder so die AWP spielen, selbst wenn sie die jetzt verlieren sollten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht sehr hoch. 6:5. Und hier wird jetzt der Triple-Turm gemacht, damit die CZ da noch reinkommt. So, und das Wichtige bei einem Triple-Turm ist immer die Richtung, in die man schaut. Ansonsten gleitet man vom zweiten Spieler runter. So, Somebody. Erstmal die Flash nach vorne. Also sie spielen die Anti-Ecos mit viel Dampf. Ja, kriegen ihre 2 Frags gegen den A-Spot. Mo mit einem davon und der will weiter reinfarmen. Gut, er macht 2 Kills. 1200 für ihn. Es gibt aber noch einen zweiten Kill. Ja, eine MAC-10 für DD. Der kann jetzt noch extra Kohle sammeln. Traut sich nicht nachzuladen und geht dann rein. Und ich glaube, für die Aktion war die Hisense nicht perfekt. Da hat er schön zwischen beide Spieler gezielt. 6:6. Gambit Gaming gleicht aus. Und jetzt wird auch wieder die AWP mit dabei sein. Da sehe ich sie schon auf dem Rücken von Mo. Adrian spielt weiter die MAC-10.
Wir haben nur noch 3 Runden zu spielen. Ist es jetzt unbedingt notwendig, die Mac 10 weiter, ja, weiter drin zu lassen? Ich glaube nicht. Also hätte man ruhig upgraden können. So teuer ist die AK dann auch nicht. Doja First Rank, ja, da kann. Ist ein starker Bang von Bondic gewesen. Und sie sehen auch noch die Füße von Adrian in der Smoke. Das Spiel hat sich manchmal sehr stark auf den Underground fokussiert, was vor allem daran liegt, dass Tailu das immer angreift. Das könnte auch ein Zeichen von guter Vorbereitung gewesen sein. Wenn man weiß, dass Gambit gerne über den Underground aufbaut. So, und jetzt merken sie, okay. Tailu hat ein bisschen umgestellt, sind jetzt aus dem Underground raus, aber ich meine, der Schaden ist halt schon gemacht, 2 gegen 4 für Gambit Gaming. Ich will nicht sagen, dass das eine einfache Sache für Tailu sein sollte, denn mit Mo und Fitch haben wir 2 sehr aimtechnisch starke Spieler. Bondic hat jetzt zwar B komplett ausgeschlossen, sie wissen aber nicht, ob sie im Underground unten raus sind, die Tür ist immer noch offen. Die A-Spieler haben auch noch nichts gesehen. Jetzt haben sie Mo schießen hören. Und da ist die Position von Bondic ziemlich gut. Aber die könnte auch erwartet werden. Smoke Richtung Spot. Es kommt, es hängt also viel von Fitch ab. Und ob Mo nach hinten schaut. Und der ist in die Toiletten rein. Gleich gibt es den Kontakt am A-Spot. Da geht Mo aber down an kurz. Und Fitch ist im 1-on-4. Nur einen gemacht. Und Bientet macht auch den letzten. Zeigt nochmal, dass er auch die AWP sehr gut beherrscht. 7-6. Jetzt wird die Reserve langsam angeknabbert von Gambit Gaming. 2 Runden noch zu spielen. Es wäre wieder etwas Potenzial da, um Tailu zu resetten, aber es sollte passen, damit sie nochmal nachkaufen können, falls sie hier verlieren. Nicht perfekt, ganz klar, aber ich denke, es könnte schlimmer aussehen. Und vielleicht gewinnen sie ja auch die Runde und Gambit hat dann ein kleines Geldproblem. Also schon eine kleine Entscheidungsrunde hier, ob es eben eine sehr deutliche Führung für Tailu in der ersten Halbzeit oder eine recht deutliche Führung von 3 Runden für Tailu in der zweiten Halbzeit geben könnte oder ob Gambit Gaming hier rankommt und dann 8-7 draus macht. So, erstmal wird gespottet, geflasht, schön gemacht von Captain Mo, ohne aus dem Zoom rauszugehen, die Flash gedodged, dann rumgezogen und den Spieler im Sprung geholt. Fitch hofft, dass er jetzt nochmal gepiekt wird, aber sie machen den Turm Richtung kurz. Und Alang wird jetzt nur von dem Spieler gedeckt, der unten steht bei dem Turm. Und ich glaube, Richtung Alang kann Captain Mo gar nicht richtig spotten. Der konzentriert sich echt nur auf die Toiletten. Jetzt geben sie das Ganze auf. Fitch vorne an der Smoke ist da einfach durchgegangen, aber schießt auf den ersten. Das war ein sehr schwerer, den er davor hatte. Doja hat Bientet dann am Mülleimer noch bekommen, aber Bondic. Ja, das war ein easy Repeak für ihn. Bisschen gefährlich. Hat funktioniert. Er sieht die Waffenspitze von Adrian, der die AWP übernommen hat. Und da geht auch noch Doja vorne an der Insel da. Und das wird Runde Nummer 8 für Tailu. Adrian hat noch 30 Sekunden. Und er wechselt den Spot. Er geht jetzt Richtung B. Da unten steht noch somebody. Nur mit einer Farmers bewaffnet. Und jetzt rotiert auch Captain Mo mit der AWP runter. Hat vielleicht noch gesehen. Ja, dass Adrian da durch ist. Schöner Schuss da noch. Hat nicht viel vom Köpfchen von Adrian sehen können. Und einfach durch die Kante noch geschossen. 8-6. Weiß auch nicht genau, was Adrian mit dem. Er wollte, glaube ich, noch das Wasser checken, ob wirklich alles frei ist. Denn einfach die Bombe auf B legen geht nicht, wenn du das Wasser nicht vorher überprüft hast. Aber das hat Tailu eben recht schnell mitbekommen, dass da rotiert wird. Letzte Runde der ersten Halbzeit und Gambit Gaming muss mit 3 CZ spielen. Sind gemollied worden, die HE macht kaum Schaden und ich glaube, jetzt wird es einen schnellen B-Go geben. Captain Mo an der Säule, richtig gut geholt worden. DD verhindert den Plant, kurzer Chaos-Moment, er kriegt noch einen zweiten, immer angeschossen, 3 HP, dann geht er gegen Mo down und Hobbit macht da immer wirklich einen guten Job, wenn es darum geht, die Kontrolle über den B-Spot zu halten und macht auch noch den letzten gegen Bientet. Bisschen glücklich, dass der nicht direkt den Headshot verteilt hat. Also, eine 8-7 Halbzeit, weil der Force-Buy von Gambit Gaming am Ende aufgeht. So, und ja, die Gambit-Fans
haben natürlich nicht vergessen, dass es hier am Anfang 5 zu 0 für Tai Lu stand und dass Gambit da eben noch 7 T-Runden draus macht. Spricht für sich, ist eigentlich eine ordentliche T-Hälfte. Und jetzt geht's in die Pistol Round. Gambit jetzt auf der CT-Seite. Spielt mit 3 Leuten im Underground. In die Mitte geht Adrian noch vor, aber es geht schnell Richtung B bei Tai Lu. Ja, immer schön in der Röhre gesprungen. Erhöht das Tempo mit dem Side-Jump ein wenig. Aber sie sind im Underground eben schon durch. Die Bombe an der Säule noch nicht vorbei. Das haben sie nicht gespottet. Und 3 Leute hier vorne drin. Bombe in der Smoke gelegt. Also offen für die Position hinten. Das kann Doja aber absmoken. Mo geht down. Bonnig wird hier aus dem Wasser. Also die größte Gefahr. Wasser. Ein schöner Shot noch. Gegen Filch, aber Adrian und Hobbit kommen nochmal verzögert über die City Base. Bondic macht hier echt einen Wahnsinnsjob an der Säule. Immer wieder diese kurzen Peaks, den Gegner ein bisschen kommen lassen. Adrian ist schon down, Hobbit auch. Und die Pistol Round geht an Tai Lu. Gut geklickt von Bondic und sich und am Ende eben nicht übertrieben. Und der ist hier mit 22 Kills der Top-Fragger bei Tai Lu. Also wirklich bärenstarke Performance hier vom Ukrainer. Bei den Chinesen. So, und es kommt kein richtiger Force-Buy von Gambit. Sie spielen mit einer Flash und ein paar Upgraded Pistols. Wollen also mit vielen Granaten in der vierten Runde dieser zweiten Halbzeit spielen. So, und Fitch den ersten bekommen. Boah, noch einen zweiten. Ja, da hat Bondic mitgeholfen. Teamkill von ihm. Gleicht seinen Fehler aber etwas aus, indem er dann den Frag gegen Fitch noch macht. Und Somebody verhindert Schlimmeres, indem er schon über kurz, über die Mitte in den Toiletten einen Kill gemacht hat. Ja, 3 gegen 3. Durch die 2 Aktionen von Tai Lu dann nochmal. Im Underground ist noch Hobbit. Oh, was ein Klick von Adrian. Ja, das ist so ein Deagle-Headshot, der dir auch mal Runden bringen kann. Und er spottet, dass da noch mehr Leute sind. Nächster Hit. Ja, Molotov vor. Der Headshot geht vorbei. Bisschen schwierig jetzt zu pieken. Die P250 soll noch helfen. Und Adrian macht es einfach. Wir Bondic und Captain Mo dann da noch holt. 9 zu 8. Die Eco geht an Gambit Gaming. Adrian kann sogar noch eine AK mitnehmen. Und ach, die Fans sind entzückt. Gambit Gaming. So, da nochmal eine Wiederholung. Puh, dieser zweite Deagle-Shot. Und dann der dritte noch oben drauf. Also Tai Lu mental vielleicht gebrochen, aber bisher haben sie sich von solch verlorenen Runden nicht beeindrucken lassen. Ich bin ganz ehrlich, da konnten sie jetzt nicht viel machen. Versuchen überall lang aufzubauen, wo sie eigentlich den Distanzvorteil haben, dass da die einzige Deagle im Team von Gambit steht und solche Shots verteilt, da machst du manchmal einfach nichts. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen über das ja, Makro-Play reden können, wie pushe ich nach vorne, aber sie haben ja schon versucht, gegen die Deagle Shoulder-Picks zu setzen, ähnlich zu spielen wie gegen eine AWP, hat alles nicht geholfen. Mo, das wäre ein Ding gewesen, hätte er das geholt. Die sind selbst mit der AWP sehr schwer, die Shots, und sie laufen hier zu fünft. In einem Rundlauf, aber Gambit steht so defensiv, haben einen Turm unten an B gemacht, dass Tai Lu da auf dem B-Spot zwar draufkommen wird, sie werden wahrscheinlich auch den Plant bekommen, aber vielleicht macht Hobbit von hier oben auch so viel Damage, dass sie da nichts machen können. Oh, und er kriegt die Flash ab, sieht nicht, wie sie drauflaufen. Situation von keiner da zu alle da in wenigen Sekunden. Doja mit dem Doppelkill hat die aber verhindert, dass Tai Lu den Raum vorne am Graffiti einnehmen kann. Biant hätte jetzt überlebt und Hobbit passt auch direkt im Wasser auf. Ich denke, eine recht erfolgreiche Eco für Tai Lu. Sie haben einen Bombenplant erreicht, zwar nur einen Kill gemacht. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob es ein Force-Buy war oder nicht. Tai Lu spielt gerne einen Force-Buy. Sie haben ein bisschen Geld drin gelassen, ungefähr 1000 bei jedem. Was eben für eine, was nicht unbedingt für ein Force-Buy spricht, da kauft man ja komplett runter. Also für eine Eco-Bomben-Plant ein Kill, voll okay. Und ich denke auch, dass das für Gambit zu verkraften ist. Die gleichen erstmal wieder auf 9-9 aus. Und Tai Lu spielt nochmal eine Full-Eco hinterher.
paar Glocks dabei, paar P250 und natürlich wie in jeder Eco-Runde eigentlich mindestens eine CZ ist da zu sehen. Tailu spielt auch gerne die komplette CZ-Eco, wo sie eben alle CZ kaufen. So, ein Ted, schnell die Mitte durch. Das kann manchmal funktionieren, wenn Gambit nicht so defensiv stehen würde. So, jetzt hat Mo das gesehen. Sein Nate wird zu spät kommen. Er muss die M4 in die Hand nehmen. Das ist gut, dass Fitch hier an der Seite schon mithelfen kann. Der macht zwei, holt noch einen dritten und Mo mit dem zweiten hinterher. Also zwei für ihn, zwei für Fitch. 9 zu 10. Und jetzt die nächste Waffenrunde von Tailu. Bis hierhin würde ich sagen, ein Duell auf Augenhöhe. Gambit Gaming ist allerdings gut. Ja, es ist ein Team, das eben im Match immer besser wird, dass ich sehr gut auf den Gegner einstellen kann. Das ist eine ihrer größten Stärken. Mental gut dabei. Das heißt, sie lassen sich auch von hohen Rückständen nicht aus der Ruhe bringen. Fitch wurde da geprefired, wahrscheinlich nicht gesehen. Die Nate, ja, mit der Nate hat er sich verraten. Ich denke, jetzt wird der komplette Rückzug angetreten und Doja immer noch an der UMP am Monstergang. Und da wird jetzt ein Begau gespielt von Tailu. Auch ganz schön variiert. Einmal B in der Eco, dann A in der Eco, jetzt wieder B mit einem Execute. Eine Sache, die sie gut drauf haben. Wobei ich sagen muss, dass mir die Ghosts von Greyhound Gaming besser gefallen haben, als das, was Tailu gemacht hat. Aber er hat ein super Timing, um sich in der Smoke zu verstecken. Gibt dadurch natürlich einen Winkel auf. Aber seine Position, oh, er wird geprefired. Ein bisschen lucky von somebody. Doja kommt da um die Säule nicht mehr rum. Adrian hilft zu spät aus und kriegt keinen zweiten. Es ist ein 1-on-2 für Fitch. Und die... Der ist erstmal abgesmoked. Die Bombe wird an den Sandbags gelegt. Bien Ted kommt unten ins Wasser. Ist eine seiner Lieblingspositionen. Fitch hat ihn nicht gesehen und läuft vorbei. Sieht ihn jetzt doch noch. Und Bondic hat nur noch 2 HP. Der steht an kurz. Er steht nicht mal kurz. Der ist unten am Monstergang zurück. Hat wahrscheinlich gehört, dass da undefused wurde. Wobei das auch sehr weit weg ist. Und Fitch. Ja, Flash nochmal rein. Nochmal undefused. Bondic muss jetzt schon fast rum, er weiß nicht, ob da durchgezogen wird. Und hat fast das Timing, 1 HP bei Fitch. Und er kann defusen, richtig lucky für Fitch an der Stelle, dass er da mit 1 HP überlebt. Das hätte fast geklappt für Bondic. Der hier komplett am Eskalieren ist. Inzwischen schon bei 24 und das, obwohl sie viele Eco-Runden einlegen mussten. Puh. Durchatmen und Gambit Gaming geht jetzt mit 2 Runden in Führung. Aber Tailu, ja, der Loser-Bonus immer besser. Mo hat verschossen. Er braucht jetzt das Backup in der Mitte von Fitch, damit er hier noch rauskommt. Der hat, glaube ich, recht spät nachgesmoked. Jetzt versucht Bien Ted das natürlich auszunutzen, aber Mo weiß das. Direkt nach hinten abgezielt. Hobbit fährt unten rein. So kann man sich mal ganz schnell eine AK verschaffen. Schade, dass er die Tür nicht zugemacht hat. Oder ich habe es nicht gehört. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. Also was heißt ein Ding gewesen? Das ist immer schlau, die zuzumachen, weil es eben ein Indikator dafür ist, wo sich ein Gegner bewegt. Und ja, aus dieser recht gefährlichen Situation für Gambit sind 2 Kills für sie entstanden. Tailu hat ja nicht wirklich viel falsch gemacht. Das war einfach gut gearbeitet von Gambit, etwas besser geschossen. Und das größte Problem, finde ich, ist, dass BNT gerade down ist, der eine sehr große Gefahr für Gambit Gaming ist. Aber es lebt ja noch Bondic. Hier hat erstmal DD noch Schaden bekommen. Ich glaube, der Bang wird mit einem Headshot von Doja gegen Doja beantwortet. Er hat noch so viel Schaden gemacht, dass es an sich okay ist, was er getan hat. Durch die Holzwand da zu sterben, ist allerdings immer ein bisschen meh. Ja, das willst du eigentlich nicht. So, Captain Mo. Ja, mit dem Contact Go hat jetzt noch Bondic hinten dran. Dann geht man aber an kurz vor. Adrian, ja, zwar noch weggeheadshottet worden und Bondic bekommt den zweiten. Er tritt nicht ab, ohne 2 Frags zu machen. Und nimmt jetzt noch den Plant mit. Aber die Nate kommt rein. Der Plant geht gerade noch durch. Und das ist die 12. Runde für Gambit Gaming. Aber Loser-Bonus und Bombenplant sprechen für Tailu. Die werden wieder kaufen können. Und wir werden auch direkt ein Timeout von Tailu sehen. Gambit. Ja, drauf und dran. Jetzt 4, 5 Runden in Folge. Ist eine, ja, wirklich
solide CT-Hälfte von ihnen. Die Runden sind allerdings insgesamt für meine Verhältnisse etwas zu knapp. So, und ich glaube, Swani, du wärst zwar gerne im Voice von Tai Lu, aber glaub mir, da würdest du wahrscheinlich nichts verstehen. Außer die reden wirklich auf Englisch. So, ich bereite mir hier kurz noch was vor, damit ich das Scoreboard immer im Blick habe. Das machen wir hier hin und im Spiel geht's auch schon weiter. Gut. Okay. Es gab First Frag gegen Hobbit. Ja, Rückzug von Tai Lu aus der Mitte erstmal raus. Und an B steht nur Doja. Ja, Doja ist in den Einzelpositionen manchmal, er versucht zu viel. In den Einzelpositionen musst du häufig eher auf das reagieren, was der Gegner dir bringt. Und vielleicht vorher noch Informationen sammeln. So ein Doja, also normal würde ich jetzt sagen, Info-Jumps an den Sandsäcken, zu gefährlich. Monstergang kann raus, aber Doja wäre so ein Typ, der es wahrscheinlich macht, um Infos zu bekommen. Und dann meistens sogar noch in den Spray geht und versucht zu bangen. Das ist jetzt sauschwer für Mo. Ja, No-Scope geht vorbei. Doja konnte nicht mithelfen, weil Tai Lu da gut abgesmoked hat und Fitch kommt in die Smoke. Und ich glaube, der ist nicht gehört worden. Doch, er wird gesehen. Er muss gehört worden sein. Und an der Smoke entlang arbeitet noch DD. Also nochmal eine Runde für Tai Lu. Das Timeout hat also gefruchtet und sie haben Alarmkontrolle angefaked. Also was heißt eingenommen? Dabei einen Kill gemacht, sich dann schnell zurückgezogen und den B-Go gespielt, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass Gambit nach den nach Kontakt auf dem A-Spot direkt nach oben schiebt, versucht dort mit vielen Leuten zu stehen und Doja alleine auf dem B-Spot eben entweder gut rauszunehmen ist durch die Smokewall, die sie werfen können, oder sie können ihn einfach sauber raustraden. Und Tai Lu spielt eben gerne mit dem Bombenplant. Natürlich bedeutet erstmal, dass du einen Spot eingenommen hast, dass du einen Vorteil hast, wenn die Bombe liegt. Und ich denke, dass Gambit darauf aber recht schnell reagieren kann. Sie sollten auf dem A-Spot nicht zu schnell um Hilfe rufen. Spielen jetzt auch wieder einfach ganz defensiv, wollen sich nicht picken lassen. Sie gehen also davon aus, dass dieser First Frag, den sie gerade kassiert haben, Tai Lu einen erheblichen Vorteil gebracht hat. Die gehen wieder auf Alarmkontrolle. Tai Lu ist ein Team, das da gut mitdenken kann. Das eben in so einer Runde das Spiel noch auf ein neues Level heben kann. Und Fitch hat die Granate gesehen. Ja, Support Flash bekommt er, aber eben nicht gut genug. Captain Mo mit dem Kill. So, und jetzt ist doch wieder ein First Flag da. Allerdings deutlich später als vorher. Und wieder rotiert die Bombe Richtung B. Und ihr seht es auf dem Radar. Doja schiebt gerade wieder an eine defensivere Position. Und jetzt lässt sich Tai Lu aber zu viel Zeit. Doja weiß, dass er hier eben weggesmoked wurde. Wenn er Impact haben will in dieser Runde. Erstmal flasht er Richtung Monstergang. Ist natürlich auch eine Granate, die Gambit mitbekommen hat. Der Molly Richtung Monstergang könnte noch gut aushelfen. Er steht am Wasser und kriegt keinen. Mo ist hier nicht tot zu kriegen. Und da haben sie auch noch gespottet, dass Hobbit da steht. Können ihn refraggen. Nur noch Mo und Adrin. Gegen 4. Und das müssen sie eigentlich saven. Und da muss Gambit jetzt einfach drauf reagieren. Das ist ein ganz klares Zeichen. Das ist ganz klar zu erkennen. An A wieder ein Kill, wieder an Alang. Dann wieder die Rotation Richtung B von Tai Lu. Und wieder ein Doja, der alleine am B-Spot eben nichts gebacken bekommt. Also er hat jetzt versucht, darauf zu adaptieren, was in der Runde zuvor passiert ist. Er hat damit gerechnet, dass B angespielt wird. Und dann fehlt der letzte Schuss gegen den Kurzspieler. Wenn er da zwei Kills machen kann, dann kommt man auch über den Underground durch und kann hinten in den Spot reinfallen. Aber diese wichtigen Frags von Doja, die fallen eben nicht. Und Gambit Gaming könnte damit auch in den nächsten Runden, jetzt steht nämlich erstmal eine Eco an, wobei zwei gesavte Waffen, Hobbit könnte selbst nachkaufen, damit hat man schon mal drei, Fitch auf eine UMP, kann man machen. Also man könnte hier nochmal einen Force-Buy spielen. Ja, machen sie auch.
So, Mo hat noch eine Farmers gelegt. Passt. Also, sie, ich würde jetzt, ich finde es gut, dass Mo Richtung A lang geht. Dass Adrian erstmal ein bisschen Stress in der Mitte macht, aber sich dann auch sofort zurückzieht. Und sie fangen an, an B vorne ein bisschen aggressiver zu arbeiten. Also eine insgesamt aggressivere Runde von Gambit Gaming. Sie wollen gar nicht erst in die Situation kommen, dass Tai Lu so einen Execute einfach raushauen kann, sondern sie wollten jetzt früh stressen, damit Tai Lu schon Granaten rauswerfen muss, während sie das einnehmen. Jetzt stehen sie auch deutlich aggressiver an B. Tai Lu hat diesmal keine Alarmkontrolle gespielt. Ich denke, der Gedankengang dahinter ist, jetzt an B Stress machen, vielleicht dann Richtung A rotieren. Und wenn Gambit damit rechnet, erstmal Adrian hier mit dem Bankversuch, dann können sie, dann kommen sie mit dem Bego einfach so durch. Also Tai Lu versteift sich jetzt etwas auf B. Und sie kriegen Doja auch wieder, der einfach null Impact in den letzten drei Runden hatte. Hobbit wird gesehen, kriegt einen Molotov ab. Nee, der kam nicht mal in seine Richtung. Kriegt noch einen zweiten, wird hier jetzt verbrennen. BNTed hat währenddessen noch Fitch bekommen, aber es ist eine Überzahlsituation für Gambit Gaming geworden. Aber BNTed, auch wenn er nur low HP ist, hat hier noch eine riesen Gelegenheit. Denn Mo an der AWP. Oh, wie kann er Adrian da sehen? Das war doch mehr Predict. Ich glaube kaum, dass er den gespottet hat. Mo ist runtergedroppt. Das hat BNTed gehört. Die 19 AP spielen keine Rolle, aber Mo trifft. Und es ist die Runde für Gambit. Aber zu welchem Preis? Sie haben 4 Spieler verloren. Sie geben die Führung nicht ab. Und Tai Lu wird noch genug Geld haben, weil sie sind die Runde davor eben mit 4 Spielern durchgekommen, um hier nochmal nachzukaufen. Das sieht nicht gut aus, was die B-Deckung von Gambit betrifft. Und es liegt zum großen Teil auch daran, dass Doja immer wieder gepickt wird, ohne Damage zu machen. Nicht gut. So, und ja, ich würde jetzt gerne das Geld sehen. Oder die Waffen sehen. Ja, wir sehen es. UMP 2, die Fuse gibt es dabei. Ich denke, das ist okay bei Gambit. Aber das Reset-Potenzial ist gerade enorm. Und diesmal kriegen sie keinen First Break, auch wenn sie was Aggressiveres gespielt haben. So, die Schüsse aus der Mitte könnten so ein bisschen verschleiern, wie weit der Underground schon vorne ist. Das dürfte man normalerweise aber hören, wo die herkommen. Ja, und Gambit steht wieder ultra def, aber halt mit 3 Leuten auf B. Es ist ja kein schlechtes Mittel, sich defensiv zu positionieren auf der CT-Seite, aber sie haben halt keinerlei Informationen. Wobei Tai Lu ihnen auch nichts gibt. Also Tai Lu nimmt kaum Raum ein in der Mitte. Haben jetzt ein bisschen zu viel Angst davor, einen First Break zu kassieren. Und da ist es fast passiert. 6 HP bei Somebody. Er kann überleben. Er hat auch die Bombe und sie werfen jetzt schon die Granaten. Und das werden 4 Leute durch den Monstergang. Und da macht Hobbit einen Kill. Er hat 3 Leute durch den Monstergang, sagen wir es so. BNTed kommt an kurz nochmal durch. Und Adrian, ganz wichtig, aber er kann hier nichts tun. Überzahlsituation für Tai Lu. Bondic und BNTed sind low HP. Mo wird hier gleich noch eine Flash werfen. Zieht schon mal rum und Captain Mo schießt besser. Ja, und Bondic ist da. 12 zu 13, da ist der Reset für Gambit Gaming. So, hat Doja jetzt eben einen Kill gemacht? Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt keinen gesehen. Doja ist gerade einfach nicht anwesend. Das ist gerade hart für Gambit. Weil sie immer wieder gegen die gleiche Taktik verlieren und kaum was verändern. Warum nicht Construction-Kontrolle spielen? Sie bringen ja diesen AWP in den Underground-Move, dazu Construction-Kontrolle. Bevor Tai Lu da irgendwie so ein... Ja gut, die haben sie auch ohne Construction-Kontrolle den Go gemacht, durch den Monstergang. Das müsste man vielleicht ein bisschen timen. Tai Lu kündigt sich eigentlich auch immer an, also eigentlich ein Go, der ganz gut zu countern ist, mit ein paar gut platzierten Gegenflashes, kann man den Monstergang da auch direkt zubetonieren. Da kommt dann keiner mehr durch. Bondic. Im Schaden in der Mitte. Ja, Gambit ist halt an sich in der Full Eco. Wahrscheinlich wird noch eine zweite hinterherkommen. Ja, Anna Lang. Da wird noch ein bisschen der Baum gefällt. Doja hat da echt noch einen Kill gegen Somebody machen können. Und Hobbit.
Ja, wenn der Gegner so hüpft, ist das ein bisschen fies. Muss natürlich an den Hitboxen gearbeitet werden, ne? 13-13, das ist so die Sache, die die Hobbit übrigens am liebsten am Spiel verändert sehen würde oder verbessert sehen würde. Die Hitboxen. So, 13-13. Ja, und da ist die zweite Eco. Da sind die 1... hat Mo schon meiner Meinung nach zu viel gekauft. Die kriegen nächste Runde 2-4 dazu. Der wird auf keinen Fall eine AWP spielen können. Die müsste ihm... wenn dann jemand droppen, das wäre möglich. Aber der Spieler hat dann kein Kevlar. Also das macht man auch nicht. Gambit verliert das hier gerade auf den letzten Metern. So, und... ja, spielen ein bisschen aggressiver jetzt in der Eco-Runde an. Alle Pistol Kevlar, Full CZ. Tailu weiß wahrscheinlich nicht, ob da gerade eine Eco ansteht oder nicht. Ich denke, mit einer Doppelspar kann man hier rechnen, aber macht der Gegner das dann tatsächlich auch? Du weißt es nicht. Und auch noch hat keiner von Gambit irgendwie verraten, was da an Waffen dabei ist. Deswegen machen sie einen Contact-Goer-Monster-Gang. Oh, das ist gut gemacht von Tailu. Weil vorher kündigen sie sich immer mit den Smokes an. Diesmal wäre Doja wahrscheinlich mit einer Flash bereit gewesen, wenn die Smokes dann kommen, aber hier blocken sie es direkt ab, laufen durch und jetzt kommt Doja mit seiner Support-Flash für die Monstergang-Leute. Einfach ein bisschen umgedreht das Spiel. Fitch mit einem, Mo hat Probleme, da kommt auch noch eine Support-Flash für BNT, vor der sich Mo einfach nicht wegdrehen kann. 3 gegen 2, kein Diffuse-Kit bei Gambit, keine Granaten mehr und Tailu könnte immer noch mit Flashes kleine Peaks und Picks setzen. Adrian an kurz. Ah. Ah, ich denke, hier wird noch versucht, ein bisschen Schaden zu machen. Jetzt weiß er, sie kommen alle am Monstergang. Und warum fällt Doja da so weit rein? Der Reload geht noch durch. Adrian im richtigen Moment da. Und das könnte alle Waffen von Tailu bedeuten. Aber nein, nicht mit Bondic. Der holt die letzten beiden noch. 14-13. An sich eine teure Runde für Tailu. Keine Frage. Aber... die merken gerade, okay, unser B-Go, der läuft, Leute. Ja, und auch der Call, jetzt ein Contact-Go zu spielen, Zucker. Ja, absoluter Zucker. So, nächste taktische Pause. Die muss natürlich von Gambit kommen. Und jetzt will ich aber auch was vom Coach sehen. Das ist eigentlich ganz klar zu erkennen, dass hier Räume fehlen bei Gambit Gaming. Dass sie Tailu diesen B-Go einfach mal deutlich schwerer machen müssen. So wie die letzten Runden gespielt wurden, könnte man auch mal versuchen, Mitte sehr aggressiv zu gehen, direkt durchzupushen und an B dann eben mit Granaten zu verzögern. Aber die haben gar nicht so viele Granaten bei Gambit. Doja muss noch kaufen. Ich denke, da sind noch ein paar Granaten dabei. Ja, hat auch noch gekauft. Und wenn ich sehe, wie Mo da schon stehen bleibt, glaube ich, dass der einfach vom A-Spot hinten deckt. Also keine aggressive Mitte-Kontrolle. Vielleicht jetzt auch ganz gut, denn in dem Moment spielt Tailu nicht mehr auf den B-Go. Das wird denen auch ein bisschen zu heiß an B. Die ganze Zeit B anzuspielen, irgendwann muss der Gegner da ja mal viele Leute hinstellen. Und Gambit hat meiner Meinung nach kaum umgestellt, aber sie kriegen wieder einen First Break. Captain Mo ist down. BNT hat die AWP übernommen. Oder haben sie Doppel... ich habe es jetzt nicht genau gesehen, ob da Doppel AWP gespielt wurde. So, somebody... Doppel-AWP-T-Seite bin ich eh kein Fan von. So, BNT kann auf jeden Fall Awe spielen. Das haben wir schon gesehen. Und diesmal wollen sie ein A-Go raushauen. Auch da gibt es verschiedene Positionen, wo man sehr defensiv die Granaten werfen kann. Da finde ich es gar nicht so schlecht, dass Fitch sich jetzt vorne hinstellt. Tailu aufhalten, während sie gerade vor zum Spot laufen. Und Tailu wartet. Die rechnen eigentlich damit, dass an B was Offensives gespielt wurde. Deswegen der Blick nach hinten. An A nochmal nachgesmoked. Mo mit dem Blick auch nochmal außen an den Toiletten vorbei. Im Window sitzt auch noch Adrian. Also immer noch drei Spieler auf B konzentriert. Hobbit kriegt immer wieder... macht immer wieder die Info-Jumps und sieht, dass da keiner kurz ist. Und jetzt haben wir 24 Sekunden. Vollgas nach vorne. Fitch scheint gesehen worden zu sein. Mo zielt die Smoke an. Guter Hit nochmal. Und sie haben Fitch nicht gespottet. Fitch, kein zweiter von ihm, aber Adrian ist rechtzeitig da. 14-14. Gambit profitiert hier allerdings davon, dass Tailu wieder den A-Spot angespielt hat. Und jetzt ist es eigentlich ganz klar, Tailu wird wahrscheinlich nochmal den B-Spot anspielen. Wie genau sie es aufbauen, müssen wir nochmal gucken. Also man könnte wieder anfangen mit, wir spielen A an, nehmen mal lang Kontrolle ein. Vielleicht, wenn wir da einen Pick bekommen, ganz klar gehen wir auf B.
Das ist jetzt gerade ein absolutes Mindgame zwischen beiden Teams. Packende erste Map. Und Tai Lu schon fast mit dem Vorteil, weil bisher habe ich es nicht gesehen, dass Gambit Gaming den B-Spot wirklich gut halten kann. So, und ich habe mich jetzt vielleicht ein bisschen auf Doja eingeschossen, aber wenn der halt immer mal wieder seinen Frag oder zwei machen würde, was er ja eigentlich kann, dann ist das auch ein Ding, wo der B-Spot wieder ein bisschen besser steht. Also Doja hat echt keine gute CT-Hälfte gezeigt hier. So, und kurz mal auf die Stats eingehen. Hobbit auf 27. Bondic hat schon 37 Kills. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der hat... Wir haben hier noch keine Overtime und der ist schon nah an den 40 dran. Absoluter krasser Typ. Das ist einfach... Das ist einfach krass. So, und Tai Lu baut nicht Richtung B auf. Sie nehmen Mitte ein. Diesmal nicht überall lang, das was sie vorher nicht gemacht haben. Gehen über kurz Richtung lang und hoffen jetzt wahrscheinlich darauf, dass eine AWP hier wieder vorne versucht, einen Pick zu setzen. Sie sind sehr schnell in die Toiletten gekommen. Aber Fitch ist da hinten nur am Spotten mit den Jumps. So, er selbst ist vielleicht gesehen worden. So, die Bombe noch im Underground. Geht da ganz alleine vor. Tai Lu hat da auch von oben keinen Blick reingeworfen. Ist wieder recht gefährlich gespielt von den Chinesen. So, und Mo. Was ein frecher Peak von ihm. Aber Bondic macht da Kill Nummer 38. So, Smoke noch verworfen. Auch nicht gut. Fitch an kurz jetzt vor. Und so wie es aussieht, Tai Lu will auf B. Und der B-Spot ist komplett frei. Sie wissen doch, dass an kurz nichts ist. Alang ist noch nichts vorgekommen. Und Fitch muss hier noch ein bisschen aufpassen. Bondic geht down. Jetzt müssen sie alle runter Richtung B rotieren. Aber sie sind zu spät. Die Smokes liegen schon. Der Spot ist eingenommen. Wasserkontrolle gleich da. Zweite Smoke hinterher. Also jetzt ist die Wand wirklich komplett zu. Und es hängt sehr viel davon ab, ob Fitch hier jetzt direkt über kurz Damage machen kann. Hat die Flash jetzt abbekommen. So ein Hit, den hört man. Den kann man recht schnell verarbeiten als T. Hobbit macht aus dem Window nochmal einen, aber auch er wird getradet und Fitch hat angefangen. Ein Kill gemacht. Kommt er über kurz jetzt weiter vor. Beide Spieler hier unten im Wasser und Fitch hat noch einen zweiten gemacht. Sie sind alle da und 15. Runde für Gambit Gaming. Und eigentlich hat Tai Lu sie so gut an der Nase herumgeführt. Und trotzdem können sie es noch retten und die Runde geht aufs Konto von Fitch. Hat Bondic verzögert in der Mitte geholt. Kommt den Underground raus, hat ein gutes Timing über kurz und zieht sich dann auch gekonnt zurück, um eben die Frags sicher zu machen und im richtigen Moment zuzugreifen. Es ist nochmal eine Pause drin. Tai Lu zieht das Timeout. Verlieren sie das Comeback jetzt hier auf den letzten Metern? Oder können sie es doch nochmal richten? Das ist ein wirklich packendes Finale bisher. Eine packende erste Map. Die zweite Map, die gleich eventuell kommt, also was heißt eventuell, sie wird auf jeden Fall kommen, ob es gleich ist, werden wir jetzt in der Runde erfahren, wird Inferno sein und da hat sich Tai Lu auch ziemlich gut präsentiert, vor allem auf ihrer CT-Seite, also sie hat einen sehr guten Start gegen Greyhound Gaming auf der T-Seite und auf der CT-Seite gab es da nicht viel zu lachen für Greyhound Gaming. So, und sie haben gekauft, sie haben viele Granaten dabei, sie können ihren Execute spielen. Wenn sie jetzt natürlich Richtung Alang was machen, wird das schon mal ein paar Granaten kosten. Da wird man jetzt aufpassen müssen. Und Mo hat die HE abbekommen. Deswegen ist er da sehr langsam gewesen. Und Tai Lu geht von dem Mitte-Push aus, den ich vorher mal angesprochen hatte. Jetzt eben Mitte schnell durch, früh die Information bekommen. Gambit ist eigentlich so ein Team, das auch in so einer Runde gerne das Risiko eingeht. Aber das ist hierhin jetzt anscheinend ein bisschen zu heiß. Stehen defensiv auf dem Spot, zu dritt auf A, wieder das Todesdreieck, Fässer, Graffiti, Window und Tai Lu mit einer kleinen Wiederholung aus der Runde vorher über die Mitte Richtung Alang, ein paar Sekunden später als vorher. So, und machen hier den Boost für den AK-Spieler und sie pieken halt erst, wollen erst Damage machen, aber Bondic hat da auch einen Hit abbekommen. Eigentlich auch ein schönes Pre-Fire von ihm. Wie bitter wäre das denn, wenn Bondic hier fast 40 Frags macht und am Ende verlieren sie trotzdem mit 16 zu 14.
Es ist wirklich die gleiche Runde wie eben, nur dass sie diesmal nicht mal ein First Break an A bekommen. Und das heißt, jetzt wird eben was auf B stehen. Die Granaten fliegen rein. So, und Doja, jetzt auf geht's. Wir brauchen mal ein paar Kills hier. Hat einen bekommen, kommt nochmal in die Deckung, ist aber lange blind, macht noch ein bisschen Schaden gegen B und Ted. Hobbit an der Säule, muss nicht mal Richtung Monstergang rumziehen, denn da ist Adrian dabei und es ist nur noch Bondic. 1-on-4 mit 21 HP, da springt Hobbit durch die Smoke und macht den letzten Kill. 16-14 gewinnt Gambit Gaming. Bondic hat am Ende 38 Kills gemacht und die reichen nicht aus, um Gambit Gaming zu besiegen. Und ich glaube nicht, dass der wirklich durchgehend so eine Leistung bringen kann. Als Vergleich, der Rest seiner Teammates bei Tai Lu hat nicht mal die 20-Kill-Marke erreicht. Also Hobbit, nicht Hobbit, sondern Bondic hat da krass gearbeitet und am Ende nicht mal gewonnen. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Ich denke, eine schöne Partie von Tai Lu in den Mindgames.